Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Jawolski, heute gibt es, wie gestern angekündigt, die Riyad Mahrez Packs, Freunde, die 109er. Letzte Woche war ja Messi dran, diese Woche ist es Mahrez. Und ja, Freunde, ich weiß nicht, ob es diesmal klappen wird. Ich habe eigentlich nicht so große Hoffnungen. Weil, Freunde, ihr kennt's, ich hab's schon oft genug erzählt, was ich da an diesen Packs bezogen habe bis jetzt, und zwar gar nichts, Freunde. Also, wie gesagt, macht es zu Hause nicht nach, es ist wirklich einfach nur dumm. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich jetzt schon in diesen Packs da rausgeballert habe. Also, Freunde, macht auf jeden Fall zu Hause nicht nach. Guckt lieber bei mir, aber ich zieh sowieso nicht, Freunde, aber gut. Ja, was soll man machen, Freunde? Falls ihr das gestrige Video verpasst habt, könnt ihr es mal gerne auschecken. Da haben wir ein bisschen über FIFA Mobile 22 geredet. Da habe ich so eine kleine, einen kleinen Teaser gefunden. Maybe, man weiß es natürlich nicht. Ist natürlich nicht bestätigt von EA. Man kann nur spekulieren, aber es könnte realistisch sein, Freunde. Also, falls ihr es verpasst habt, checkt es aus. Link unten in der Videobeschreibung. Zweite Sache habe ich auch gestern irgendwie erzählt, dass heute FIFA 22 rauskommt, da habe ich irgendwie mich ein bisschen im Datum vertan. Es kommt natürlich am 1. Oktober raus. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf heute komme. Es kommt am 1. Oktober kommt es raus, Freunde. Ich war da irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, verwirrt, warum ich da gesagt habe, dass es jetzt heute rauskommen soll. Also das normale FIFA. Jetzt, Freunde, nicht FIFA Mobile, sondern das normale FIFA kommt am 1. Oktober raus. Weil ich hatte gestern im Video irgendwie gesagt, es kommt heute raus. Ja, Freunde, vergesst einfach. Also am 1. Oktober kommt es raus. Ich war da ein bisschen losty-mosty. Freunde, wir gehen gleich rein in Riyad Mahrez Packs. Zuerst, wie gesagt, Davis ist bald am Start. Ich muss noch ein bisschen spielen, aber dauert nicht mal lang. Spieltag bin ich noch aktuell 97er, muss ich auch noch spielen. Schaffe ich aber noch, Freunde. Also ich denke mal, ich komme noch so auf die, 25%. Ich denke mal, dass ich die 10% nicht mehr schaffen werde. Da kriege ich hier noch 800 Mosaik-Token, 600 Landespunkte. Nehme ich dann auch mit, Freunde. Und genau, da versuche ich noch ein bisschen rein zu grinden. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen gibt es dann auch das wilde XXL Mosaik Pack Opening, Freunde. Weil ich habe ja gesagt, einen Stream werde ich nicht mal schaffen zum Landesend Event. Ich werde da einfach ein Video rausballern. Ein schönes XXL Mosaik Pack Opening, Freunde. Es wird wild, es wird einfach nur wild. Mal gucken, wie viele Packs wir öffnen können. Weil ich kriege ja heute bei dem Riyad Mahrez Packs nochmal 200 Token. Was auf jeden Fall sehr nice ist. Zeigt euch hier, zack, beim ersten Pack kriegt man ja 200 Mosaik-Token. Und genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da kriegen wir nochmal, dann habe ich insgesamt 20 Packs. Genau, 20 Packs plus die 600 Token, die ich dann noch bekommen werde von der Aktualisierung am Spieltag. 26 Packs. Uff, Freunde, 26 Packs. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, Freunde. Was ich mir auch noch überlegt habe für heute, wir werden heute auch nochmal ein Flash-Sale-Pack öffnen. Ich mache das in einem anderen Video. Man kann die ja viermal öffnen. Ich mache das in einem anderen Video, Freunde. Wir kümmern uns heute nur um die Riyad Mahrez Packs. Was ist hier? Habe ich die schon geöffnet? Ja, okay, habe ich schon. Alles gut, Freunde. Also, wir kümmern uns heute nur um die Riyad Mahrez Packs. Es wird wild. Wir werden natürlich wieder die ersten drei öffnen. Ist Sané? Jung. Yo, der sieht ein bisschen aus wie Sané, Freunde. Seid ehrlich, oder? Real Talk? Wie heißt der? Buchanan. Ey, der sieht ein bisschen aus wie Sané. Seid ehrlich, Freunde. Seid doch mal ehrlich. Der sieht doch ein bisschen aus wie Leroy Sané. Friese Gesicht, oder? Seid mal ganz ehrlich. Sané ist verschollener Bruder. Kapi? Also bis zum dritten Pack werden wir öffnen. Vierte Mal werde ich nicht. Fünfte sowieso nicht. Ihr kennt's, Freunde. Die ersten drei Packs müssen. Und wir gehen rein ins erste, Freunde. Let's go. So, Freunde. Erstes Pack ist am Start. Es gibt eine Pack-Animation. Das weiß ich. Letztes Mal gab es auch eine Pack-Animation bei Messi. Erstes Riyad Mahrez Pack. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%, glaube ich, war das, ne? Also ich werde ihn nicht ziehen, Freunde. Das ist schon mal safe. Ich drücke einfach mal drauf. Und wir bekommen... Was? Wir bekommen Mahrez im ersten Pack. Ey, ich hab Glück. Jungs, ey, stopp. Ey. Es ist der Tag gekommen, Freunde. Der Tag ist gekommen. Buh, Junge. Der Tag ist gekommen. Bam, Junge, ich wusste doch, der Tag kommt. Ey, danke, EA. Danke, Jungs. Es ist zwar nicht Messi, aber es ist Mahrez hier. Jawohl. Oh mein Gott, Leute, endlich.
Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet, dass ich Mahrez ziehe und dann auch noch im ersten Pack, wo die Wahrscheinlichkeit keine Ahnung was ist. Oh, Freunde, ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Es ist endlich passiert. Endlich, endlich. Oh mein Gott, EA hat mich endlich erlöst von diesem Fluch. Ich hab ihn, Freunde, ich hab ihn. Boom, 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 Junge. Let's go. Oh. Und dann auch noch im ersten Pack. Freunde. Ey. Oh, ey, endlich, endlich. Junge, einfach Riyad Mahrez. Oh, ey, endlich ist dieser Tag gekommen. Oh mein Gott, was er für Stats hat. Ey, das kann... Oh, Jungs, endlich. Ey, wie oft wurde ich enttäuscht? Wie oft hat EA mich ins Gesicht angespuckt? Ich habe so viele Packs geöffnet. Ich habe nie diesen Spieler gezogen. Jetzt habe ich Riyad Mahrez im ersten Pack, Freunde. Jawohl, jawohl, Junge. Let's go. Endlich, 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 Alter. Danke, EA. Im ersten Pack eine Chance von 0,99% und wir ziehen Mahrez. Also 1% und wir ziehen Mahrez, Freunde. Ja, Junge. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Wir öffnen natürlich weiter, Freunde. Wir öffnen natürlich noch weiter. Ich habe versprochen, wir öffnen die ersten drei. Also öffne ich auch die ersten drei. Und wenn wir ihn jetzt nochmal zweimal ziehen, Freunde. Alter, ich raste komplett aus, ne? Wenn wir den Typen jetzt zweimal ziehen, ne? Let's go, komm. Okay. Also zweimal wäre auch ein bisschen zu viel, EA. Aber Junge, endlich, endlich, Freunde. Ja, endlich, erlöst. EA hat mich von diesem Fluch erlöst, Freunde. Letztes Pack. Jetzt ist es nicht schlimm, wenn er nicht kommt, Freunde, weil ich hab ihn. Das ist das Hauptsache, Freunde. Das ist das Wichtige. Ein letztes Pack. Und wir ziehen ihn nicht. Wir ziehen Sané zwar schon im Bruder-Kapi. Aber Freunde, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Ey, es ist zu wild, Jungs. Es ist zu wild. Und der neue Riyad Mahrez. Huh, Freunde. Ja, das sieht gut aus. Ich gucke ihn nochmal nach. Ich werde ihn nicht spielen, Freunde. Ist ja ganz klar. Ist ganz klar. Ich werde ihn nicht spielen. Weil ich spiele kein RM, auch wenn er absolut kranke Stats hat. Oh, Freunde, ich zitter immer noch, Junge. Ich zitter immer noch, Alter. Ey, ich mache 50 Millionen. Gucken. Ja. Genau so. Genau so und nicht anders. Genau so und nicht anders. Komm, 60 Millionen. Okay, 55 Millionen. Stell mal für 52. Für 52. Und für 50 drauf, Freunde. Oh, ey, Junge, da haben wir wieder über 8 Millionen. Ey, es ist endlich passiert. Endlich. Ich wusste doch, EA gönnt noch irgendwann. Ich wusste, irgendwann müssen sie mir noch ein FM21 gönnen. Diesen Kackspieler, diesen Reihenspieler, Freunde. Ey. Oh, Freunde, endlich. Ich hab ihn einfach gezogen, Freunde. Fettes GG geht raus. Freunde, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, das soll's gewinnen sein mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Ich reg mich jetzt ein bisschen ab, Jungs. Alter, zu geil, Freunde. Endlich, Junge, endlich. Haut rein, bis morgen und ciao.